Ja, meiner Meinung nach gefehlt, dass die Vibration, diese Erdenklänge von so einer schönen Rheingold-Ouvertüre überhaupt durch den ganzen Körper fließen können und man den Hall des ganzen Raumes hört. Das kann man einfach digital niemals nachempfinden, was wir gemeinsam erleben. Ich bin positiv neugierig. Also die Stimmung ist gut, weil es wieder weitergeht und ich fand das sehr, sehr hart, die Zeit, wo alles dicht war und auch ungerecht. Ja, gut organisiert, ja, kann man nicht auch anders sicher, sagen. Genau. Sehr streng sogar. Ja. Platzverteilung und alles. Ja, war perfekt, okay. Ja. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man ein bisschen mehr Platz hat und die Sicht nicht so ganz verstellt ist. Das Dadurch, dass alle getestet sein müssen, was natürlich auf der einen Seite ein bisschen nervt, aber das gibt Sicherheit. Insoweit hätte ich auch keine Probleme damit, wenn noch dichter besetzt wäre. Ja, ich bin gespannt und freue mich drauf. Auf Wotan, Fafner, Fassold, Alberich zu hören. Bombastisch, das war wirklich ein toller Abend. Erstmal jetzt wieder nach der Zeit überhaupt so ein Erlebnis zu haben und es war tolles Bühnenbild, tolle Musiker, großartige Musik, also es war schon beeindruckend. Rum und Grau, Krieche, Kröte. Das war fantastisch, ja. Tolle Inszenierung, Musik war prima, ja. Die Musik ist natürlich sehr schön und die Leute haben sehr gut und nochmal, da ist Wagner Musik ist mein Lieblingsmusik. Ausdrücklich sage ich als Nicht-Kenner und Nicht-Fan. Das war ein eindrucksvoller Abend, ein unglaubliches Bühnenbild. Man wusste gar nicht, wohin man gucken sollte. Man musste auf die Texte gucken, man musste auf die Sänger gucken, man musste auf das Bühnenbild gucken, der musste der Musik zuhören. Sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich fand es auch sehr fair, dass dem Regisseur am Ende überwiegend Beifall gezollt wurde. So beim Rheingold natürlich die letzten 10 Minuten mit der Brücke und dem Regenbogen zur Burg hinauf und richtig schön die Lautstärke an, das ist natürlich super. Yes.